Jo, herzlich willkommen zurück zu GTA 5. Und ja, ich würde sagen, wir laden mal. Krieg das hier mit dem OSD oben rechts irgendwie leider nicht raus bei OBS. Was bei Need for Speed Hot Pursuit 2 zuletzt zwar gut funktionierte, will hier jetzt aber nicht. Und naja, wir wollen hoffen, dass das stabil läuft hier. Aber eigentlich tat es das ja. What the fuck? SSD im RAID 0 und der braucht trotzdem zum Laden. Ne? Das ist so, da sind wir dann jetzt aber auch. Ja, basselt mal da. Ich steige mal in meinen Wagen und dann machen wir uns dann die erste Mission gleich mal ran. Direkt. Ach komm, das ist doch irgendwie Mumpitz da. Klick, klick, rein ins Spiel hier. Wollen wir uns mal den Auftrag hier anschauen. Oh yeah, was war los? Was war das? Ein Mülleimer. Krass. Lamar. Ach, der kann mich erstmal. Typ da. Hey, my whip. Damn. Ach, hier war das doch. Motorsport hat niemand gesehen hier. Spielereien hier. Sicherlich auch gehört. Ich hätte im Fall der Fälle schon ein Pistol hier. Wer ballert hier? Hä? Ach so, da ist ja das Ammunition direkt nebenan. Ist klar, dass da oben geballert wird. Das macht irgendwie Sinn. So. Oh, ich muss von vorne reingehen, ja. Nicht mehr von hinten. Auch das machen wir. Gar kein Problem. Excuse me. That boy. I am his mentor. I am so proud of you. What do you mean, a mentor? Don't worry about that. Okay, so what you got for him? James DeSanta. Some kid. He is already late on his payments, and I have this bad feeling that he will do more damage to the car than we can get back from him in the exorbitant interest rate payments. Huh? Just go and get it. The house is on Hampstead, off Eclipse. It's an SUV. Some Rockford Hills daddy's boy nonsense. Don't worry about it. Try to bring the car back in good condition, huh? I got you. Don't worry about it. It's so good to see you, my boy. Hey, good luck in law school, huh? Jurastudium, ist klar. Mr. Kenneth, where we at? Financing? Soll ein Auto holen. Okay. Ja, Radio lasse ich hier lieber aus, weil sonst habe ich nachher wieder Copyright-Geschichten, die mir ein bisschen Magenschmerzen einbereiten auf dem Kanal. Deswegen, weil ich die Rechte halt einfach nicht dafür habe. Ne? Der Wagen kommt mir sehr bekannt vor. Aber ich will ja auch nicht zu sehr spoilern für diejenigen, die sich die Story noch nicht angesehen haben. Was hat er denn jetzt hier? Hey, did you change your mind? When I discover that you betray me, perhaps. I hear you took the bike for yourself, my employee of the month. Listen, man, me and Lamar was gonna get that back to you, dawg. Oh, I am sure. You will get this car off the daddy's boy, and then we talk. Insurance papers say they have a locked garage, so you'll need to gain access from inside the house. Man, it's never easy with you, is it, Simi? Do not talk to me about easy, you thief. Okay, scheint so, als wenn ich da in so eine Bude eindringen muss.
Aber wir sind ja Gangster, wir kriegen das schon hin. Ich muss erst noch eine Runde rumkurven hier. Grafik ist ja auch ganz nett anzusehen, kann man das mal machen. Warum kommt mir das hier so bekannt vor? Ach shit. Ja, schauen wir mal. Einfach so durch den Vordereingang, das wird natürlich nichts. Ich erinnere mich jetzt aber auch nicht mehr genau, wie ich da reinkam. Nach wie vor diejenigen, die Story kennen, die kennen natürlich auch dieses Haus. Ah, ich muss mal gucken, irgendwie muss ich hier rein. Ne? Wie sieht's denn hier aus? Komme ich hier hoch? Macht da komische Verrenkungen hier. Ah, ich sehe da was. Ein Eckchen. Schleichmodus, ja. Ich bin jetzt halt auf dem Grundstück. Auf dem Grundstück. Sneaky, sneaky hier. Jetzt muss ich halt in die Hütte rein, ne? Garage war halt von innen zugänglich. Schauen wir mal, ob wir das gleich beim ersten Mal schaffen oder ob ich hier wieder ein paar Mal versage. Ach ja, das auch noch. Und das ist ja ganz klasse. Aber gut. It's just 'cause you have a massive gaper, bitch. Erstmal in die Hütte rein hier. You tried to knife attack me? No one creeps on the J-D- Ja, klasse, jetzt darf ich laufen. Holy fucking shit, bro. Dad! Das war natürlich nichts. Oh Gott, wie hab ich das gemacht? Schluck Kaffee und nochmal ran. You tried to knife attack me? No one creeps on the J-Dog, my nigga. Get off my face, you lucky homo! Oh my god, seriously? My brother is such a homo. Das klappt. Ich muss halt schleichen. Ich weiß es gar nicht. Muss ich, da nicht lang. You're a real pro, Mrs. DeSanta. A real pro. You're a great student. Now just loosen up those hips. Okay. Ob das noch like gut this? Geht hier. Yeah, loosen them up. There you go. And follow through. Perfect. Oh man, oh man, oh man, oh man. I think I'm getting it. Aber es klappt. Halleluja. Rein in die Karre und weg hier. Tor geht ja glücklicherweise automatisch auf. Das ist sehr schön. Junge, Junge, Junge. Hey, Simeon, I got the ride, man. I'm coming back. If you actually bring the repossession to me this time, I can have it back out on the street before the day is done. That's a 9mm semi-automatic pushed against your skull. Huh? Well, look around. You just keep driving where you're going. Hey, come on, man. This was a repo job. Guy was behind on his What, you need some motivation? Drive! Guy was behind on his fucking note. Unlikely, considering my son just got the car. And looking at the way you're going about this, my guess, you're working... Take me where you were going. You're working a credit fraud. A credit fraud? Be serious, dude. I just worked the fucking repos. I appreciate a kid who follows orders without taking responsibility. Yeah, maybe one day we'll have a beer, and I'll explain how the world really works.
Who gives you the slip? A car dealer, dog, by the name of Simeon Yeteri. So this businessman, he look legit to you? I said drive. Look, man, it's just between him and your fucking son. Don't worry. So ich kann das wegschalten. Me and Mr. Yeterian. We'll work this out. Wenn er sagt, ich soll fahren, dann fahre ich halt. Gucken, wie die Sache ausgeht hier. Ich weiß das ehrlich gesagt gar nicht mehr. Es ist zu lange her, wo ich an diesem Teil der Story halt gespielt hatte. Ich habe das da ziemlich weit gespielt. Eigentlich quasi durch, möchte ich meinen. Ja, gut, meine Fahrweise ist halt Let's Play-mäßig, weil kostet uns Zeit, die Fahrerei hier, ne? Natürlich fahre ich wie ein Irrer hier, kreuz und quer, und hast hey, du nicht gesehen. It's Jess up here. Okay, stop the car. Pull up. That the place? Yeah, this the place, man. Oh, drive into it. Right through the fucking window. And fast. Or I'll put two rounds in the back of your skull. Scheiße. Myself. Man, you can't be for real. I look like a fucking joke to you. Man, fuck my life, man. Fuck. Let's go. Oh shit. Man, shit. No! Franklin, what the fuck are you doing? Mr. Samuel, it's not exactly how it looks. I always trump big for a job well done. Now get out of here, kid. You motherfucker! See now, you've pissed me. Müssen wir Michael wieder spielen hier? Cooler Charakterwechsel. Gibt's erstmal hier was auf die Glocke. You recognize this car? Huh? Does it look like it's worth 5 grand a month to you? You fucking racist! Aua, aua, aua. I'll tell you something. This thing's gonna need some serious bodywork before it's worth 5 grand a month. He agreed to financing. I have his signature. Yeah, did he agree to have some punk break into my fucking house? I don't know. That kid might be a fucking idiot, but you are a fraudulent scumbag piece of shit. Don't make me have to come back here. Jo. Ja, dann speichern wir mal. Und jetzt haben wir hier Michael am Start. Nickerchen im Grün. Okay. Was auch immer das hätte sein sollen. Der Abschluss ist besser wie das davor. Das Fahrzeug wird geschlagen und in einem kleinen Gewühr ausgelöst werden. Ja, weiß ich nicht mehr, wie das war. Aber gut. Wie machen wir denn jetzt weiter hier? Das ist doch mal eine Frage. Ich gehe jetzt mal wieder auf ihn hier zurück. Gucken, was da abgeht. Say again? How the fuck we get fired? Man, it was partly all that bullshit you pulled, and partly the repo's old man making me crash the car into the dealership. Ha! You the crazy ass motherfucker in this partnership. You better spend him while you got him. Yeah, if you say so. Oh, ich würde sagen, wir schnappen uns einen Wagen und speichern dann mal anständig ab. Oh, die Polizei am Hals, ja. We have a civilian in need of assistance west of the Vanilla Unicorn. Damn, Popo, shit. Aber ich glaube nicht lange. So, die Frage, wo fahren die dort lang? Die kommen ja her, ne? Shit.
Nee, doch nicht. Sind abgebogen, dann kann ich doch hier reinfahren. Sollte ich ja eigentlich hier loswerden, ne? Pack die Kiste mal bei den Nachbarn hier. Jo. Ja, hab da nur einen Wagen. Finde ich schön. So, dann speichern wir das hier mal vernünftig. Ja, pro Video eine Mission wäre ja nicht schlecht, ne? Wenn wir das so beibehalten. Ja, müsste das hier sein. Wie auch immer. Und ja, dann bis zur nächsten Folge GTA 5, ne? Bis dann.